Am nächsten Morgen gehen wir in die Luft. Drei Heißluftballons warten schon. Die Wetterbedingungen sind gut. Kurz vor Sonnenaufgang heben wir ab. Über der Namib erwarten uns eine Stunde lang magische Momente der Stille, wohin auch immer der Wind uns weht. An diesem Tag macht die Namib ihrem Namen Nebelwüste alle Ehre. Denn Nebel gibt es hier oft in den frühen Morgenstunden. Der Grund dafür liegt im Westen an der Küste. Dort fließt der kalte Benguela-Strom von der Antarktis nordwärts. Er kühlt die trockene Luft. Kein Klima für Regenwolken. Dafür kondensiert Wasser in den kalten Nächten und wird von den Winden landeinwärts getragen. Anblick zum Schweigen und Genießen. Die Landung gelingt fast perfekt auf einer Schotterpiste. Allerdings drückt der Wind die Ballonhülle auf einen Stacheldraht. Viel Arbeit für die Helfer, um ihn heil zu retten.